Habt ihr schon mal überlegt, in eure Lieblingskünstlerin zu investieren? Also nicht nur eine Platte oder eine CD zu kaufen, sondern in Rechte und dann Geld verdienen, wenn das richtig abgeht. Das geht jetzt, weil es die weltweit ersten Wertpapier-Token für Musikrechte gibt. Token, ihr erinnert euch, hatten einen Clip dazu, findet ihr in den Kommentaren. Die Idee ist, Musikrechte als Anlageklasse zu sehen, also wie eine Aktie, wie ein Haus und handelbar auf einer Plattform. Bin ich mal gespannt, was heute passiert. Ja, da ist er doch. Hey Jan, grüß dich, Servus. Danke, dass wir da sein dürfen. Und wer uns genauer erklären kann, wie das funktioniert, ist der Jan. Du bist Jurist und Musikliebhaber. Wie kommt man zu Musikrechten? Ich bin jahrelang Medien-Urheberrechtsanwalt gewesen und habe eine Vielzahl von Künstlern, Verlagen und Labels vertreten in meiner Karriere. Und bin natürlich selber auch Musikliebhaber und insofern habe ich mich mit dem Thema Beteiligung an Musikrechten dann relativ schnell mit auseinandergesetzt. Wer nimmt da jetzt teil? Für wen ist sowas interessant? Für alle Rechteinhaber, also Labels, Artists, aber natürlich auch für die Investoren, ja, große wie kleine Investoren, also auch insbesondere zukünftig der Retailmarkt. Jetzt habt ihr einen ganz bekannten Produzenten von Filmmusik, Traumschiff-Melodie. Wie kann man da so einen Wert feststellen? Ja, der Hans-Günther Wagner ist ja einer der bekanntesten Musik-, Film- und Fernsehautoren sozusagen. Und bei dem haben wir natürlich den Wert gut feststellen können, weil er natürlich über lange Zeit ganz erfolgreich komponiert hat und hat eine ganz lange Track Record von, über seine Werke hinweg. Und das hilft natürlich dann in der Bewertung eines Assets sehr gut, was für die Investoren jeglicher Couleur sehr wichtig ist. Wie funktioniert das denn jetzt für die Investorinnen? Also für die Investoren funktioniert das so, die erwerben ja quasi ein Recht auf die Erlösströme eines Werks in dem Token verpackt. Und sobald sie den haben, können sie dann nach Ablauf der Zeit dann wieder die Ausschüttungen erwarten. Und wie sieht es mit den Künstlerinnen aus? Was bleibt da hängen? Für die Künstler bleibt eigentlich alles hängen, abzüglich des Zinssatzes. Es ist ja wie eine alternative Finanzierungsmöglichkeit, im Grunde genommen frontloaded Cash für den Artist oder für das Label oder den jeweiligen Rechteinhaber. Wie im Aktienmarkt. Wie im Aktienmarkt, genau. Wenn ich jetzt mal wieder Cash bräuchte, was mache ich? Ist das genauso liquide, oder? Also der Token ist ja ein Security-Token, ein Wertpapier-Token. Und den kann ich natürlich auf den entsprechenden Handelsplätzen dann auch wieder kaufen und verkaufen. Wie sicher ist das denn jetzt? Naja, wir arbeiten mit der 360X zusammen. Die ist gebackt durch die deutsche Börse und voll reguliert über die BaFin. Und insofern sind wir da in ganz guter Gesellschaft und das ist ziemlich sicher. Ist da jetzt schon genug Liquidität vorhanden? Nein, also das kann man schon so sagen. Also jetzt im Moment noch nicht. Die entsprechenden Handelsplätze bauen sich gerade auf und die neuen Assets kommen auf den Handelsplatz und damit natürlich dann auch die entsprechende Liquidität. Ja, bleibt sehr spannend bei euch. Absolut. Wir freuen uns auf die Zukunft. Würdet ihr in ein Musikstück investieren, also Rechte kaufen und damit Geld verdienen? Welche Sicherheiten bräuchtet ihr dann? Schreibt es mal in die Kommentare.